jetzt deine doofen Fliegen auch. Okay, also wir machen echt gut Schaden. Oh Gott, da bin ich fast schon wieder in die Kugel reingelaufen. Also unsere Stats sind echt krass. Fire Rate ist richtig krass, Schaden ist richtig krass. Geschwindigkeit halt nicht. Aber... um was könnten wir kämpfen? Um so eine Spritze mit wahrscheinlich Poison Touch, also dass Gegner Schaden kriegen, wenn wir berührt werden. Na, ich weiß ja nicht. Lass mal gucken, was in der goldenen Truhe drin ist. Mom's Lipstick, Range Up, okay. Da könnt ihr immer die Kosmetikartikel oder die Unterwäsche oder sowas von unserer Mutter, also von Isaacs Mutter, abgreifen. Ist halt die Frage, ob wir das wollen. Isaac will das wahrscheinlich. Aber gut, ist ja auch ein Mädchen, ist ja Magdalene gerade. Die kann natürlich auch einen Lippenstift mal benutzen. Ja, fuck. Na gut, oh Gott, gegen War, also gegen den Krieg. Der chargt nämlich ähnlich wie Feymine durch den Bildschirm, aber dreimal. Und danach hat er noch eine einigermaßen krasse Attacke. Nämlich so eine Trollbomb-Spawn-Aktion da. Finde ich jetzt nicht so geil. Ja, jetzt läuft er damit hinter mir her. Und das ganz schön schnell. Tot. Penner. Don't fuck with me. Gut, Cube of Meat. Cube of Meat ist ganz gut. Das ist so eine Anspielung auf Super Meat Boy. Der schützt mich. Wenn ich jetzt noch einen zweiten, dritten, vierten irgendwie kriege, dann kriege ich, dann kriegt dieser Super Meat Boy mehr Funktionen quasi. Also erstmal ist es nur so ein, ja, so ein Würfel, der um mich rumfliegt. In der zweiten Form kann er dann noch schießen, in der dritten kann er laufen und in der vierten kann er, glaube ich, laufen und ist aber größer und macht noch mehr Schaden oder sowas. Das hier ist ein Engelsraum und wir kriegen die Bibel. Und ich glaube, ich hatte es gesagt, hier ist nochmal das hier kurz benutzen, The Hermit, brauchen wir jetzt erstmal eigentlich nicht. Wie ich es gesagt hatte, die Bibel ist eben eine Anspielung auf das Intro, beziehungsweise aufs erste Ending. Wenn man damit gegen die Mutter kämpft, hat man die instant tot. Und da wir im nächsten Stock halt gegen die Mutter kämpfen, wüsste ich nicht, was dagegen spräche, das mitzunehmen. So, ab zum Shop. Mit 3 Münzen. Könnte ich mir eine Bombe für kaufen. Will ich aber eigentlich gar nicht. Oh ja, hier gibt's schon mal ein bisschen krassere Gegner gerade. Das sind so schreiende Babys. Keine Ahnung, was die jetzt genau darstellen. Aber sie schreien rum. Gehen wir mal runter. Oh, toll, das sind die, die man von hinten treffen kann. Die kennt ihr ja auch schon, glaube ich. Ich glaube, die heißen Knight oder sowas, also Ritter. Bin mir aber nicht sicher. Wow. Chillt mal bitte. Oh, ich habe einen getroffen. Die sind so halb, ich sag mal, so halb zielsuchend, weil sie einerseits einem hinterherlaufen, andererseits aber irgendwie auch manchmal nicht. Ich glaube, nur wenn man relativ nah ist, dann checken sie das, dass man hinter ihnen ist. Genau, mein Cube of Meat macht denen auch Schaden. Das Problem ist, dass ich die nicht so nah an mich ranlassen möchte, um das zu riskieren. Wir machen echt enorm Schaden. Ja, echt volle Shot Speed und ich glaube, das kommt durch Cancer, durch dieses Trinket. Hat's doch eine gute Seite, dass wir Krebs haben, scheinbar. Ah, fuck. Sich treffen lassen ist trotzdem nicht gut. Noch ein Schlüssel. Ah, gehen wir mal oben lang. Wir haben ja 2 Schlüssel, dann geben wir die mal aus. Zack, zack. Mehr HP. Rotten Meat. Das war jetzt auf jeden Fall ein lohnender Tausch, sag ich mal.
Ja, genau, das sind diese Kugel, diese Köpfe, nur noch mit Beinen dran, die können laufen und ihren Kopf so ausfahren. Ganz schön eklig, wenn man sich's mal vorstellt. Aber auch ganz schön schlecht. Genau, was macht denn die Bibel normalerweise? Das muss ich mal gleich austesten. Achso, ich kann für den Raum fliegen, genau. Das ist der Effekt. Das ist der eigentliche Effekt, ich kann für einen Raum lang fliegen. Es gibt auch ein Item, mit dem ich das dauerhaft kann, aber da man das ja in der Regel nicht hat, ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, fliegen und trotzdem kann man sich noch treffen lassen. Das ist natürlich toll, wenn man es dann auch macht, dass man sich treffen lässt. So, jetzt ist er aber down. Und es braucht 6 Räume zum Wiederaufladen, wie es aussieht. Kein Bock auf den Grünen hier, weil der macht mehr Schaden. Genau. Boah. Wie ich immer wieder zurücklaufen will, aber zu langsam bin. Genau, ich gebe einen Schlüssel aus, um einen zu kriegen. Logisch. Was macht die Pille? Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Testen wir es mal aus. Health down. Gut, testen wir es vielleicht doch lieber nicht aus. Willst du mich verarschen? Verpiss dich! Alter, da kommt einfach mal so ein Ding, was man nicht angreifen kann. Was uns Schaden machen will. Nicht lustig. So, was gibt uns der blaue Stein? Blaues Herz und eine Bombe, zack. Gut, da muss der Boss ja wohl recht sein, die Mutter. Ich hoffe mal, die ist noch mehr als 3 Räume weg, weil sonst kann ich die Bibel nicht benutzen. Oh Gott, das wäre jetzt dumm. Okay, gehen wir mal hier rein. Was gibt's hier? Das ist, glaube ich, der Odd Mushroom, oder? Wie heißt der Odd Mushroom? Odd Mushroom, genau. Damage up. Geht, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ist das Damage? Ne, das muss doch Damage sein. Naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Damage up. Jetzt haben wir noch so einen riesigen Kopf. Auf jeden Fall räumen wir jetzt hier gut auf. Aber wir sind so langsam. Magdalene, lauf mal ein bisschen schneller. Zieh deine Stöckelschuhe aus und lauf barfuß, wenn das schneller geht dann. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, so. Die Bibel wird auf jeden Fall gegen die Mutter bereit sein. Tja, da wird die Mutter von dem getötet, auf was sie sich beruft. Schlüssel 444, auch nicht schlecht. Auf Geheimräume und sowas verzichte ich jetzt im Moment erstmal. Ja genau, das sind so kleine kriechende Gehirne, fuck, die so eine Blutspur hinterlassen. Und ich würde sagen, wir machen den Bosskampf so kurz wie möglich. 3, 2, 1. Bam! Tja, Mutter. Man legt sich nicht mit seinem Kind an. Gut, und wir kriegen so noch ein HP ab hier. Haben wir 9,5 Herzen. Und ich würde sagen, nächstes Stockwerk, wir kommen. Jetzt nehme ich, wie wir es letzte Mal ja im Hauptmenü, glaube ich. Hatten wir das im Hauptmenü festgestellt? Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, die Mutter schläft jetzt scheinbar nur. Sie ist jetzt nicht tot, sondern sie schläft nur. Und was fällt einem eher ein, als mal in sie reinzukriechen, ne Magdalene? Boah, gegen kleine Krabbelviecher bin ich jetzt echt schlecht, weil ich einfach übelst langsam bin. Ich brauche echt mal Speed up. In die Bücherei könnten wir... Doch, wir haben 6 Schlüssel. Wir gehen mal in die Bücherei rein. Da zeige ich euch das mal. Hier gibt es 2 Items.
immer zwei verschiedene Bücher, naja, zwei Bücher. Manchmal ist es auch dasselbe. Ich könnte mir jetzt hier zum Beispiel das Book of Revelations nehmen, was wir, glaube ich, vorhin freigeschaltet hatten. Da kriege ich ein blaues Herz. Dann nehme ich mir wieder die Bibel, weil mit der kämpfe ich. Oder ich, nein, ich muss am Ende, ich muss mir merken, dass ich wiederkommen will. Ich hoffe, ich kann mir das merken, sonst habe ich jetzt gleich verkackt. Na komm, gegen die Herzen. Genau, hier gibt es ja auch manchmal schon in den vorherigen Stockwerken manchmal so Räume, die diese Wände haben, da liegen dann immer zig Herzen drin. Die sind halt so ein, ich sag's mal, Preview auf dieses Stockwerk oder dieses Stockwerk und das nächste. Ja, dann gibt's hier so kleine Rollgehirne. Und so ein kleines. Genau, zwei Rollgehirne und ein großes, aus dem dann zwei so kleine werden. Aber ich bin zu langsam dafür. Ich bin zu langsam dafür. Ich brauche echt mal Speed up. Aber ich weiß nicht, wo ich das herkriege. Genau, die explodieren so schön grün. Mit ihren geilen Explosivschüssen. Die Penner. Okay, aber jetzt mal ganz ehrlich, mit 10 Herzen hier rumzulaufen, das ist schon eine krasse Sache. Man kann übrigens sogar mehr als 12 haben, weil im Prinzip ist ja nur Platz für 12, aber man kann auch mehr als 12 Herzen haben. Das wiederum geht aber. Das geht, aber man sieht es dann eben nicht mehr. Oh klar, super. Genau. In den höheren Stockwerken kann es passieren, dass man einen Boss, einen eigentlichen Boss als Mini-Boss dann kriegt. Das ist super toll. Das gibt's jetzt in den nächsten Räumen hier wahrscheinlich öfters. Diese Masken, die kann ich absolut nicht leiden. Die gehen mir ordentlich auf den Sack. Na, du auch noch. Tschüss. Gut, schon wieder zwei Herzen verloren. Fette Strahle und ein Laser. Der Laser ist tot. Die fetten Strahle erst einer und der zweite jetzt aber auch. Blaues Herz. Pille. Tears down. Ja, nee, danke. Ich lehne ab. Gleich doppelt. Ach komm, das ist doch jetzt richtig assi. So diese Doppelpenner da. Und die haben auch noch, die haben nicht mal weniger HP deswegen. Das sind einfach zwei ganz normale. Das ist echt übertrieben. Das finde ich echt übertrieben. Ja klar, mach nochmal einen Angriff, obwohl du eigentlich tot bist. Man kriegt nicht mal was dafür. Ist doch asozial. 5 Herzen noch. Ey, ganz ehrlich. Da bringt mir mein Schaden gar nichts, wenn ich solche Gegner kriege. Kann mir auch keiner sagen, dass das Zufall ist. Was habe ich denn für eine Geschwindigkeit? 2 Striche angeblich, ey. Eigentlich müsste ich normal schnell sein, aber ich bin noch viel langsamer als normal. Okay, wir kriegen absolut keine HP ab mehr, oder was? Achso, genau. Übrigens, Itemräume gibt es nur noch bis zur Mutter. Danach gibt es die nicht mehr. Das heißt, wir werden jetzt keine sonderlich guten Items mehr kriegen. Höchstwahrscheinlich. Außer halt beim Bosskampf. Da ist der Bosskampf. Da ist der Bosskampf. Die Frage ist, will ich den überhaupt machen? Wir spielen jetzt erstmal unser Geld. In der Hoffnung auf irgendwelche guten Items. Ach Gott. Also, dafür, dass ich eben 10 Herzen hatte, finde ich das ganz schön bitter irgendwie, dass ich jetzt nur noch 5 habe. Und wir kriegen nichts als Geld hier, oder was? Hör mal, Geld ist nicht alles im Leben. Kriege ich vielleicht auch mal irgendwie Herzen? Ich krieg nichts als Geld. Na,
Komm, Herzen. Ein halbes Herz. So, das Ganze bitte jetzt noch 9 Mal. Dann habe ich 5 Herzen voll wieder. Aber irgendwie will es gerade nicht. Pretty Fly. Okay, jetzt habe ich hier so eine kleine Schutzfliege. Und eine Pille. Eine Münze. Was gibt's? Noch eine Pille. Bombe und tschüss. So, was machen denn die Pillen? Bombs Aki bringt mir jetzt eigentlich nicht groß was. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird was. Naja, wir gehen jetzt erstmal hier wieder unsere Bibel holen. Denn wir vertrauen auf die Bibel im Kampf gegen große Gegner. Wo laufe ich denn hin? Ja, was heißt im Kampf gegen große Gegner? Im Kampf gegen Mütter. Na gut, das nächste Stockwerk, wenn wir es denn erreichen, mit unseren paar HP hier, vielleicht droppt uns das ja auch mal ein Herz. Wenn man das wegsprengt, ja, immerhin. Lieber ein Herz mehr als kein Herz mehr, ne? Und ja, Bombs Aki. Ach, soll ich die jetzt benutzen? 6 Bomben, 3 Schlüssel, 3 Bomben, 6 Schlüssel. Schlüssel sind aber im Endeffekt eher wichtiger eigentlich, auch wenn ich in diesem Stockwerk überhaupt keinen einzigen Raum gefunden hätte, wo man einen braucht, außer die Bücherei ganz am Anfang. Aber machen wir es jetzt einfach mal, keine Ahnung. Weiß jetzt nicht, ob das irgendwie nützlich oder schlecht war. Die eine Tears-Down-Pille lassen wir mal und die andere ist zu sehr weit in den Stacheln drin, da komme ich nicht dran. Wer bist du? Du bist Death. Okay, gegen den Tod müssen wir kämpfen. Der spawnt netterweise so ein paar riesige Sicheln, so ja, wie man den Sensenmann halt kennt, oder Sensen vielleicht eher. Und dann slowt der mich auch noch. Ja, der hat so einen Slow-Effekt auf mich, wenn er will. Kann er mich slowen. Und jetzt hat er sich gespalten von seinem, wie nennt man das denn überhaupt? Keine Ahnung. Von seinem Ding da, halt. Auf dem er da herum sich bewegt. Okay, er ist tot. Sein Ding da ist tot. Wir holen uns die HP. Und töten den kurz. Zack. Cube of Meat, 2. Stufe. Jetzt schießt er mit uns zusammen. Das finde ich echt cool. Okay, wir haben die Bibel. Halb aufgeladen. Nächstes Stockwerk. Wovor hast du jetzt Angst? Angst davor, mit dem Ball abgeworfen zu werden und ausgelacht zu werden. Oder Ball in die Fresse zu kriegen. Ja. Passiert, ne? 2 Schlüssel ausgeben für sowas. Ach, ganz ehrlich, warum nicht? Ein blaues Herz und ein halbes. Das ist schon mal nicht schlecht. 8 Herzen und ein blaues. Ach, genau, das kennt ihr noch gar nicht. Wenn man Glück oder halt auch Pech hat, kann man in einem Raum einem Spiegelbild von sich begegnen. Das macht nichts, wenn man nichts macht, aber wenn man es angreift, seht ihr, schießt es zurück. Und deswegen würde ich sagen, wir setzen mal eine Bombe und locken ihn da mal schön rein. Bam! Und tot ist er. Gut. Hat sonst eigentlich keine weitere Bewandtnis. Ist jetzt nicht besonders schwer. 4-fach The Hollow. Auch wenn es 4-mal ein kleiner ist, trotzdem ganz schön krass. Und unübersichtlich. So. Geld und Schlüssel. HP wäre mir jetzt wesentlich lieber gewesen, aber gut. Oder eine Speed-Up-Pille vielleicht mal, weil ich schleich so vor mich hin. Ja, gleich spielen wir gegen, also der Boss in diesem Stockwerk ist Mom's Heart. Also in der Tat das Herz der Mutter. Und wir haben noch einen Geheimraum gefunden. Das ist doch schön. Mit schön viel Geld drin, was wir nicht mehr benutzen können, weil es glaube ich auch keine Shops mehr in dem Stockwerk gibt. Oder doch? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ja, Mom's Heart. Weil wir in die Mutter quasi reingekrochen sind und ja, sie dort töten wollen, von innen. Übrigens, dieses rot blinkende Zeug hier darf man nicht reinlaufen, das macht Schaden.
Ja, genau. Also gegen die kämpfen wir. Und jetzt haben wir hier so einen gegen uns kämpfenden Isaac nochmal. Oder mit uns kämpfend? Ne, gegen uns kämpfen, nehme ich an. Wieder eine Bombe legen und ab geht's. Ja, ich kann euch jetzt den Kampf leider an sich nicht zeigen. Das ist der Liberty Cap Pilz. Das ist auch ein Trinket, mit dem man, glaube ich, eine random Chance auf irgendwelche Angriffe hat. Also wir haben jetzt schon ganz gut Schaden und sowas, deswegen bringt uns das nichts. Aber man könnte jetzt rein theoretisch zum Beispiel durch Zufall irgendwie Quadshot kriegen, sowas, dass man hier so mit 4 Kugeln schießt, statt mit einer. Das ist eigentlich ganz gut, aber ich werde jetzt halt den Bosskampf in dem Sinne überspringen, einfach weil ich die Bibel habe und es nicht einsehe, jetzt unnötig lange zu kämpfen. Deswegen schaut euch das Heart an, das Heart, das Herz. Hier, wie es mir geben will und wie es dann halt aber auch tot ist. A cross has appeared in a basement. You unlocked Judas. Und wir kriegen hier noch ein Herz. Und dann machen wir mal die goldene Kiste auf. Die zeigt uns jetzt nämlich ein Ending. Ich mute mich und wir sehen uns gleich wieder im Hauptmenü. Okay, gut, das war jetzt ein bisschen anders, als ich dachte. Aber im Prinzip ist es logisch, dass nur das kommt. Es war jetzt nämlich so, dass wir Judas freigeschaltet haben, einen neuen Charakter, der weiß ich gar nicht, was kann oder macht. Also ich weiß nicht, was der für eine spezielle Fähigkeit hat. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir in dieser Runde ganz schön abgegangen sind. Und es mal Moms Heart richtig gezeigt haben. Das Schöne ist, wir dürfen es Moms Heart jetzt noch, ich glaube, 8, 9 weitere Male zeigen. Und dann kommt eine schwerere Form, und zwar It Lives. Und wenn wir It Lives getötet haben, dann kommen wir erst zu Satan, beziehungsweise zu Isaac. Und erst wenn wir Isaac getötet haben, kommen wir zu The Chest. Und das ist das absolute Endstockwerk. Da sind dann, glaube ich, nur noch so krasse Bosskämpfe in jedem Raum und so. Also da muss man schon für gewappnet sein. Hier sehen wir nochmal alle Gegner, die wir eventuell oder auch noch nicht gesehen haben. Ja, Gertie Jr., der dumme Staubsaugerroboter, der einem hier immer im Weg rumlaufen muss. Mask of Infamy, ja. Absoluter Scheißboss, kann ich gar nicht leiden. Teratoma ist sowas wie Krebs als Endboss oder so. Genau, hier dann die anderen Gegner. Gegen die wir auch teilweise schon gekämpft hatten. Satan, ja, gegen den noch nicht. Und Moms Heart, ja, Moms Heart. Du hast ordentlich aufs Maul bekommen. Und Isaac natürlich, der allen aufs Maul gegeben hat. Na gut, jetzt sehen wir hier, im Herz ist ein Riss. Wir haben das Herz besiegt. Und man sieht es auch hier bei den Stats. Steht jetzt auch Mom Kills einer, weil vorher hat sie ja nur geschlafen quasi. Sind wir in sie reingeklettert und haben jetzt hier ein Ending gesehen. Ansonsten, was ich noch euch zeigen wollte irgendwie war... Genau, was ist das hier eigentlich? Halo? Weiß ich gar nicht, was das ist. Also es ist so ein Heiligenschein, aber ich weiß nicht, was das genau macht. Genau, you unlock the Harbingers. The Horsemen are loose. Das sind diese Typen, die immer auf diesen Stielen da mit dem Pferdekopf reiten. Das sind eben wie nennt man die denn? Horsemen, die Reiter, sag ich jetzt mal, die apokalyptischen Reiter oder sowas sind jetzt los. Und genau, das ist das hier, was ich euch zeigen wollte, ist, die Mutter schläft und dann klettern wir in sie rein und dann bekämpfen wir ihr Herz von innen. Ich weiß natürlich nicht, durch welchen Eingang wir jetzt rein sind, ist mir auch egal, aber es ist ganz schön eklig. Auf jeden Fall haben wir 51 Items schon gefunden, gucken wir doch uns ganz kurz mal die Collection vielleicht noch an. Noch ordentlich viele Fragezeichen, aber auch schon einiges freigeschaltet. So viele Sachen kann man hier finden, ja, ja. Ganz schön geil. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut euch das nächste Mal wieder an. Schaut euch auch das nächste Mal wieder an, wie wir die Mutter besiegen, beziehungsweise ihr Herz. Und dann gibt es ja ein neues Ending, neue Möglichkeiten mit neuen Items und sowas. Ist ja deswegen jetzt nicht weniger spannend. Und dann danke ich fürs Zuschauen von dieser Folge und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!